Willkommen im Paradies Koh Phi Phi. Die meisten Leute kommen auf diese Insel, um zur weltberühmten Maya Bay zu gehen. Dabei hat die Insel selbst so viel mehr zu bieten. In diesem Vlog verraten wir dir, wie du Koh Phi Phi möglichst low budget bereisen kannst, was man hier alles unternehmen kann und warum Koh Phi Phi auf jeden Fall Teil deines Thailand-Urlaubs sein sollte. An alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Laura und Finn. Seit 2020 reisen wir als Vollzeit-digitale Nomaden und Weltenbummler um die Welt und teilen auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal ganz viel Reisetipps und Reiseinspiration. Nach unserem ersten Stop in Bangkok sind wir jetzt aktuell in Südthailand unterwegs und nehmen dich die nächsten Wochen mit auf unsere Thailand-Reise. Abonniere jetzt schon mal den Kanal, um kein Video zu verpassen. Wir sind auf Koh Phi Phi angekommen und die Fahrt hierhin war mal wieder absolut klassisch auf thailändische Art und Weise. Wir sind nämlich aus dem Rayleigh Beach hierher gekommen und wir waren eigentlich, dachten wir, dieses Boot geht von der linken Seite vom Rayleigh Beach los. Heißt, der Check-in war auf der linken Seite, alle Leute sind mit ihren ganzen Taschen auf die linke Seite gekommen und dann 10 Minuten bevor das Boot losgehen sollte, meinten sie auf einmal, ah nee, wir müssen doch auf die andere Seite. Heißt, wir sind dann alle samt mit unseren Taschen, mit dem großen Gepäck auf die andere Seite einmal rübergelaufen, einmal quer über den Rayleigh Beach. Von dort aus sind wir dann in kleine Longtail-Boote überführt worden, sage ich mal, und dann mit den Longtail-Booten zur großen Fähre gefahren. Es hat alles eigentlich super geklappt. Wir sind dann mit der Fähre nach Rayleigh Beach gefahren und wir haben die Fernfahrt ein bisschen genutzt. Ich habe ein bisschen Video geeditet, das war eigentlich super entspannt. Ich glaube, die Fahrt hat an sich eine Stunde gedauert und jetzt sind wir hier angekommen. Es fühlt sich richtig cool an, wieder auf Koh Phi Phi zu sein. Der Vibe ist einfach so absolut einmalig jetzt schon und ich freue mich auf die nächsten Tage. Jetzt werden wir aber erstmal zurück zum Hotel gehen und einchecken. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg vom Restaurant zurück zum Hostel, damit wir einchecken können. Und auf dem Weg gerade haben wir uns ganz schnell mal eben eine private Tour auf die Maya Bay organisiert für morgen tatsächlich. Wir starten um 6.30 Uhr, 6.15 Uhr wollen wir uns hier mit dem Captain treffen. Das Ganze kostet 2.500 Baht für 4 Stunden. Und es war jetzt echt super easy. Ja, also es gibt super viele Gruppenangebote, die sehr viel günstiger dann auch pro Person sind. Aber wir haben uns ganz klar für ein privates Boot entschieden, einfach dadurch, dass wir halt filmen. Genau. Ist es immer das Einfachste, wenn wir dann keine anderen Leute damit nerven. Und deswegen haben wir uns das gegönnt. Deswegen verpasst auf keinen Fall den nächsten Vlog. Der wird abonniert auf jeden Fall schon mal den Kanal. Genau, und wir haben nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass morgens das Ganze immer ein bisschen leerer ist. Das heißt, wir sind super gespannt auf morgen. Aber jetzt checken wir erstmal das Hotel ein und erkunden weiter Koh Phi Phi. Was uns direkt einmal auf dem Weg zum Hotel auffällt, ist, dadurch, dass unser Hotel so ein bisschen auf der anderen Seite vom Hafen liegt, kommen wir hier an dieser Ecke, sag ich mal, vorbei, wo die ganzen Tagestouristen ankommen. Das heißt, uns fällt jetzt gerade das allererste Mal auf, unabhängig davon, dass letztes Jahr einfach viel weniger los war, wie viele Tagestouristen jeden Tag nach Phi Phi kommen, aus Phuket, aus Krabi, aus Rayleigh Beach oder sonst wahrscheinlich allen möglichen Ecken hier in Thailand. Und es ist wirklich ein Riesending, dass man auch nur eine Tagestour nach Koh Phi Phi macht. Und ja, es ist eben total faszinierend zu sehen, wie viele Boote hier jetzt einfach in dieser Bucht stehen. Ja, wir sind sehr gespannt auf die nächsten Tage hier. Wir wohnen diesmal übrigens richtig lokal. Wie schon gesagt, wir wohnen auf der anderen Seite von Koh Phi Phi und wir haben uns dieses Hotel herausgesucht, weil es ganz gut aussah und weil sie quasi ein bisschen weg ist von der ganzen Party, weil es ist wohl extrem viel Party hier auf Koh Phi Phi. Und deswegen dachten wir jetzt, nee, wir brauchen jetzt gerade echt aktuell unseren Schlaf und deswegen sind wir hier. Ich bin total gespannt, wie das Zimmer gleich ist. First Impressions. Ihr seid live mit dabei. Also wir werden die Füße entsammeln. Oh, wow. Wow. That looks nice. Ui, bei uns. Also sehr frisch. Wir haben hier einen Fernseher. Kühlschrank. Einen Kühlschrank. Hier haben wir ein Bettchen. Wow, ich bin super positiv überrascht. Es sieht alles super sauber aus.
großes Bett, viel Platz, sie kann Fernsehen. Wie ist die Decke? Schau mal nach. Eine richtige Decke, Leute. Ja, und Handtücher, also es ist alles auch voll okay. Typisches Bad in Asien, würde ich einmal sagen. Aber, also ich muss wirklich sagen, als ich mich mit dem ganzen Thema Unterkünfte auf Kopipi beschäftigt habe, es war nicht so einfach. Kopipi ist unfassbar frech teuer, also es ist so schwierig, hier eine Low-Budget-Unterkunft zu finden, wenn man nicht in ein Hostel möchte. Und dann habe ich die hier gefunden und da hatte ich dann meine größten Bedenken, weil ich so dachte, wir sind aber ein bisschen außerhalb, aber wir laufen jetzt in den Kern von Kopipi, laufen vielleicht 10 Minuten, was auch echt in Ordnung ist. Und ich glaube, es ist echt ein Hidden Gem. Ich habe mir Bewertungen von anderen Unterkünften auf Kopipi durchgelesen, das war wirklich bodenlos. Also, alle günstigen Hotels auf Kopipi haben irgendwie auf Booking.com 5,4 oder, also es war wirklich, ich habe wirklich gedacht, wir werden die nächsten 3 Nächte nicht schlafen. Dann habe ich das entdeckt, das war super bewertet, es ist echt okay. Wir zahlen hierfür auch 46 Euro, was eigentlich ja weit über unserem Tagesbudget liegt, aber wie gesagt, Kopipi ist sehr teuer und wir sind jetzt echt froh, dass wir dieses Geld investiert haben und ich glaube, wir werden hier sehr gut schlafen. Es ist ein neuer Tag hier auf Koh Phi Phi und die Tage sind wirklich absolut wunderschön. Es ist jeden Tag blauer Himmel und kristallklares Wasser und die Sonne scheint einfach wunderbar. Und gestern haben wir die Tour zur Maya Bay gemacht und ich kann schon mal eins vorweg sagen, es wird das nächste Video und es wird der absolute Knaller, wirklich. Zusätzlich, richtig cool, haben wir mit unserem Touranbieter gesprochen. Wir haben nämlich 2500 Baht für die Tour gezahlt von Koh Phi Phi zur Maya Bay, 4 Stunden insgesamt mit 3 Stops und wir haben mit dem Touranbieter gesprochen und einen Special Price ausgehandelt mit denen für 2300 Baht und wir verlinken euch einfach mal die WhatsApp, also wenn ihr auch so eine Tour machen wollt, dann kriegt ihr da einen Special Price. Was wir jetzt aber auch mal wieder einfach festgestellt haben, ist, dass Koh Phi Phi einfach so viel mehr ist als nur die Maya Bay, also es lohnt sich definitiv auch nach Koh Phi Phi zu kommen und hier Sachen zu erkunden. Und ja, jetzt geht's für mich heute mal im Solo-Adventure-Modus zu einem Viewpoint hier auf Koh Phi Phi. Laura ist nämlich immer noch ein bisschen angeschlagen, die ruht sich heute nochmal aus, liegt am Strand und genießt die Sonne. Und ich nehme euch jetzt mal mit zu einem Viewpoint hier. Das haben wir nämlich letztes Mal auch nicht geschafft und ich wollte unbedingt hin. Deswegen, let's go und schauen wir mal, wie der Weg so wird. In den Google-Bewertungen habe ich gelesen, dass man nicht unbedingt Google Maps folgen soll, sondern der Beschilderung. Aktuell sind noch Schilder und Google Maps gleich. Deswegen bin ich mal gespannt. Hier habe ich jetzt den zweiten Schild Richtung Viewpoint gesehen. Also bisher ist der Weg noch relativ einfach. Es gibt insgesamt 3 Viewpoints. Es gibt so 3 Level. Und ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal die goldene Mitte. Also Viewpoint Nummer 2. Das heißt, den ersten werden wir passieren. Und ja, ich glaube, jetzt geht's gleich rauf den Berg. Also wirklich eine Menge Stufen. Das ist jetzt aber überall echt perfekt ausgeschildert und soll wohl 30 Baht kosten, steht jetzt hier schon auf den Schildern. Aber wirklich eine Menge Stufen. Very hot, very hot. Thank you. Am Viewpoint Nummer 1 muss man sich jetzt einmal ein Ticket kaufen, das kostet 30 Baht. Ging ganz fix und wenn ich jetzt schon mal eins zu euch sagen kann, Leute, bucht euch bitte kein Hotel auf diesem Berg, also in der Gegend von dem Berg, weil es wirklich richtig krass ist, so steil und wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich jeden Abend da hochlaufen muss und jedes Mal, wenn man irgendwie was vergessen hat, da wieder hochgehen muss, also das würde ich nicht machen. Finally, ich kann die Aussichtsplattform schon sehen, es ist nur noch ein ganz kleiner Weg, die letzten 100 Meter ungefähr und dann ist es geschafft. I made it! Yes! Und es hat sich so krass gelohnt. Die Aussicht ist so unfassbar schön. Man kann hier einfach komplett die ganzen Buchten sehen. Und das Wasser ist so wunderschön blau. Oh, so richtig anstrengend. Aber ich würde jetzt mal ausprobieren, weil ich weiß, Laura liegt da unten, irgendwo am Strand. Mal schauen, vielleicht können wir die Drohne dahin schicken.
Also die Aussicht von hier ist wirklich absolut atemberaubend, aber die Drohne wurde gerade von einem riesigen Adler attackiert. Also habe ich sie lieber erstmal runtergeholt und auch einem anderen hier erzählt, der jetzt auch gerade seine Drohne geflogen ist. Also seid da immer vorsichtig, wenn ihr mitten in der Luft seid und dann auf einmal so ein, der Sensor sagt, okay, dass gerade irgendwas in der Nähe ist, obwohl eigentlich nichts in der Nähe sein sollte, dann ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass halt so größere Vögel ankommen und sich da ein bisschen bedroht fühlen von der Drohne. Deswegen bin ich schnell aus deren Luftraum abgehauen und jetzt mache ich schnell wieder auf den Weg nach unten. Es hat sich wirklich gelohnt, die 20 Minuten hier hochzulaufen. Es war schon relativ anstrengend, man kann aber auch gut Pause machen und hier oben gibt es jetzt noch ein bisschen was zum Essen und Getränke. Also wenn ihr auf Koh Phi Phi seid, dann geht auf jeden Fall mindestens bis zum Viewpoint Number 2. Was man hier auf Koh Phi Phi außerdem noch richtig gut machen kann, ist shoppen gehen. Und wir haben hier wirklich letztes Jahr so coole Sachen gesehen und haben dann immer gesagt, so, hä, ja, nee, wir waren relativ am Anfang auf Koh Phi Phi, wir können jetzt uns doch nicht schon alles kaufen, aber haben es dann total bereut, weil wir quasi nicht mehr bessere Sachen gesehen haben. Das heißt, diesmal sind wir mit der Absicht hergekommen, ein paar schöne Thailand-Accessoires und Sachen zu kaufen und mal schauen, ob wir da fündig werden. Ich kann schon dazu, oder? Zum Thailand-Urlaub. Zu denen. Sehr gut. Das ist doch mal ein Knaller. Gold ist meine Farbe. Ich finde es von der Farbe her mit am schönsten. Wie findest du es? Ganz cool. Ja? Ja. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, es ist ja ganz cool, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich trage. Das ist immer die große Frage, oder? Die große Frage. Ich habe mir jetzt dieses Tuch gekauft und ich hoffe, dass ich es auf vielen Fotos bald tragen werde. Und ja, generell gibt es hier super viele unterschiedliche Sachen. Ich würde sagen, es hat alles so ein bisschen so einen Island-Vibe. Also man bekommt irgendwie von Bademode über so Kimonos zum drüberwerfen, Kleider, Schuhe. Plus natürlich die typischen thailändischen Souvenirs, wie zum Beispiel irgendwie Deko für zu Hause oder die typischen Thailand-Hosen natürlich. Also man bekommt hier wirklich alles und es macht irgendwie alles ganz Spaß. Man sollte sich natürlich nur immer überlegen, ob man die Sachen dann auch wirklich zu Hause noch trägt, weil ich kenne zum Beispiel von mir früher immer, dass ich mir immer sowas im Urlaub gekauft habe und dann zu Hause irgendwie dachte, irgendwie kann ich es jetzt nicht so richtig anziehen. Aber jeder wie er will. Ähnlich wie die Unterkunftspreise ist das Essen hier auf Koh Phi Phi auch ein bisschen teurer, haben wir so das Gefühl. Heißt, es gibt sehr, sehr viele westliche Restaurants. Es gibt irgendwie so ein Mango-Restaurant. Es gibt ganz, ganz viele Fischrestaurants und auch Restaurants am Strand mit Buffet und All You Can Eat. Die sind aber viel teurer und gerade für die Backpacker unter euch haben wir da einen absoluten Top-Tipp. Wir sind nämlich hier immer auf so einem kleinen Markt und haben hier eigentlich bisher immer gegessen. Und hier hatte Laura jetzt gerade ein paar Thai. Das hat nur 60 Baht gekostet. Ich hatte so süß-sauer Chicken und das war auch richtig lecker. Wir blenden euch hier mal den Standort ein und checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr hier seid. Genauso wie Rainy Beach erinnert uns irgendwie Koh Phi Phi total an die Gili Islands in Indonesien, weil hier gibt es auch super viele Katzen und ich finde es einfach total süß, weil egal wo man lang geht, überall liegt eine Katze rum oder manchmal auch vier und es ist einfach total liebevoll, weil die gehen hier alle richtig gut mit ihren Katzen um. Und außerdem gibt es hier auch keine Autos und auch eigentlich nur sehr wenige Roller und meistens wird alles nur mit so Karren geschoben. Man wird auch bei manchen Hotels schon direkt... Von rechts einer vorbei, ein Karren. Man wird auch von manchen Hotels direkt am Hafen abgeholt, dann wird das Gepäck abgenommen oder man kommt irgendwie von A nach B. Also es ist irgendwie alles super entspannter Island Vibe hier. Wer auf Koh Phi Phi baden gehen möchte und es nicht so weit haben möchte, dem empfehlen wir, an diesen Strand hier zu kommen. Hier kann man nämlich richtig, richtig gut baden. Hier liegt eigentlich jeder so entweder auf seinen Handtüchern oder auf Liegen und das Wasser ist so entspannt, so schön und hier kann man richtig die Seele baumeln lassen. Also wird es jetzt definitiv Zeit, in dieses Wasser mal reinzuhüpfen und sich so ein bisschen abzukühlen. Ich
Hier am Hauptstrand könnt ihr außerdem euch noch so Kanus und Stand-Up-Boards ausleihen. Es ist echt richtig cool und das Wasser hier sieht so klar aus, also gerade als wir mit der Drohne drüber geflogen sind, wirklich sieht so wunderschön aus. Man kann so richtig die Korallen sehen und es ist wirklich türkisblau und ich glaube, so türkises Wasser haben wir bisher hier in Thailand auch noch nicht gesehen, oder? Absolut paradiesisch. Vielleicht auf Koh Tao, da war es auch schön. Ja, das stimmt. Mit der ganzen Kulisse ist einfach richtig, richtig schön und deswegen ist einfach Koh Phi Phi auch so viel mehr als dann wirklich nur Maya Bay und diese Bootstour, weil einfach die Insel selbst so unglaublich viel zu bieten hat, man hier so gut auch entspannen kann. Unsere Zeit auf Koh Phi Phi neigt sich dem Ende zu. Morgen geht es für uns auf die nächste Insel und wir müssen sagen, obwohl Koh Phi Phi wirklich zu einer teureren Insel in Thailand gehört, lohnt es sich unserer Meinung nach zu 100%. Man kann hier so gut die Seele baumeln lassen, das Wasser ist wunderschön, die Strände sind der absolute Hammer, man kann hier genug unternehmen. Und die Natur ist einfach atemberaubend. Also ich würde schon sagen, das muss man mal im Leben gesehen haben, einfach diese steil Klippen und Felsen, also auch vor allem dann die Maya Bay, checkt das im nächsten Vlog auf jeden Fall aus, muss man mal gesehen haben. Wir finden es hier auf jeden Fall richtig, richtig schön und wir können einfach nur Thumbs up sagen. Wir können Koh Phi Phi trotz der Preise empfehlen für jeden Thailand-Urlaub. Eine Sache, die man natürlich auch noch sagen muss, die wir jetzt bisher noch gar nicht erwähnt haben, sind die Partys hier auf Koh Phi Phi. Ja. Wir persönlich sind jetzt auch noch auf der komplett anderen Seite, hören hier aber in unserem Hotel trotzdem noch Partys. Wir beide haben sehr tiefen und ruhigen Schlaf und Oropax und sind Hostel erfahren, deswegen stört uns das nicht so sehr. Aber für alle Leute, die vielleicht sagen, Musik nachts, das kann ich gar nicht, die sollten dann vielleicht sich überlegen, ob sie vielleicht in eine andere Ecke auf Koh Phi Phi gehen. Es gibt hier noch so ein paar andere Seiten, die sind ein bisschen ruhiger, von da aus kann man auch super zu Maya Bay gehen. Da gibt es wirklich schöne Resorts und wirklich andere kleine Mini-Zentren, sage ich mal, wo man richtig gut essen und wohnen kann und da ist definitiv ruhiger. Aber hier in der Hauptecke von Koh Phi Phi ist es laut und es ist einfach so, Party ist hier ein Riesending, gerade für viele Backpacker. Und das sollte man beachten, aber man sollte sich davon nicht abschrecken lassen. Also ich hoffe, ihr habt hier einiges über Koh Phi Phi erfahren und könnt jetzt perfekt euren nächsten Thailand-Urlaub oder Reise planen. Und das Video hat euch ein bisschen geholfen. Wenn das so ist, abonniert gerne unseren Kanal und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.